Wie gesagt, wollen wir das Mono-Schlitzrohr, wollen wir auch schwarz machen. Dafür müssen wir einmal ein bisschen was lösen, unter anderem das Handschubfach. So, dann haben wir die Schrauben hier, rechts und links, für die Wartungsklappen. So, nehme ich die einmal ab. So, als nächstes, ja, müssen wir den Deckel einmal lösen. Den machen wir mal ab. Legen ihn zur Seite. Als nächstes müssen wir das Handschubfach aufmachen. Was ist hier? Aufkleber? Sehr gut. Unter anderem die hier. Der anderen Seite. So, was haben wir sonst noch hier? Wir haben hier die Schraube. So, wir haben hier wieder wie bei der alten auch die kurze und die lange. Jetzt gehe ich einmal auf die andere Seite und löse die dann. Eins, zwei. So, jetzt sollten wir es hier schon abziehen können. So, jetzt müssen wir an den ganzen Kabeln hier vorbei. So, die hat noch gefehlt. So, jetzt lassen wir das mal so hängen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir alles für Kabel haben, damit wir die hier abziehen können. So. Mal gucken, wie das hier fest ist, ob man es tatsächlich einfach rausziehen kann. Aber das sollte so sein. Da oben ist die Nase. Genau. Drücken. Drücken. Den drücken ist der los. So, dann können wir den hier rausmachen. So. Ach, und dann kann man den hier so rum rausziehen. Sehr gut. So, den können wir hier trennen. So, dann haben wir hier unten noch einen Stecker. Wofür ist der? Was macht der? Keine Ahnung, was der macht. Der ist aber auch nur so drauf geschoben, sehe ich gerade. Oben. Da muss die Nase hier reingedrückt werden.
So, und dann können wir den auch rausmachen. So, jetzt haben wir auf der anderen Seite auch noch einen Stecker. Wobei, da machen wir einfach das ganze Relais raus. So, und hier, wie schon bei der alten, einmal das lösen, Spitzzange nehmen. Und den Bautenzug da rausziehen. So. Und dann haben wir alles. Können wir es zumachen und das Handschubfach zur Seite stellen. So, Handschubfach ist ab. Jetzt müssen wir das Trittbrett lösen. Dafür müssen wir aber auch die Seitenteile abnehmen und demnach dann auch die Kennzeichenbeleuchtung, Kennzeichen abschrauben. Da ist eine 10er Mutter fürs Rücklicht. Das lösen wir jetzt schon mal. Also 10er Mutter lösen. Da haben wir sie. Dann geht er hier mit so einem, ja, so einem Kunststoff. Denn ihr müsst hier oben aus der Führung raus. Und dann könnt ihr die Lampe zu euch ziehen. Hier sitzt sie auf so einem Schuh drauf. Stecker ab. Fertig. So, den kann man eigentlich auch direkt austauschen, denn den habe ich ja auch in Schwarz da. Alt. Kann zur Seite. Schwarz kann drauf. Was schön. Finde ich jetzt schon super. So, schon schmierig, Mensch. So, legen wir erstmal zur Seite. Denn jetzt müssen wir die lösen. Das geht noch nicht, da müssen wir, glaube ich, hier unten die noch lösen. Ich meine, da hätte ich was gesehen. Hier, genau.
Jetzt sollte ich das abziehen können, genau. So. Dann müssen wir jetzt die Schrauben lösen, rechts und links. So, dann sitzen hier innen drin, ich hoffe, man sieht das so. Hier sitzen zwei. So. Gehen wir da mal eben ein Spatel zwischen. Da ist er. So, dann sehen wir schon, alles klar, war die richtige Mutter, also die zweite nehmen. Und dann sollten wir das eigentlich abziehen können, aber Vorsicht, wir müssen erst die Schraube noch lösen. Und dann können wir das hier abziehen. Vorsichtig. Und hier besonders vorsichtig. Also die Nasen brechen ganz gerne ab. Und dann können wir es zur Seite legen. Genau, jetzt kommen wir gleich schön an die Schraube dran. Und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Das heißt, ich zeige euch das noch von hier. Ihr müsst dort hinten die Schraube lösen. Ich weiß nicht, ob man das so besser sieht. Diese muss gelöst werden. Die war schon los, oder? So, mutterlos. Und jetzt hier auch immer wieder drunter heben. Denkt dran, vorne erst die Schraube lösen. Zur Seite legen. So, Trittbrett muss auf jeden Fall raus. Also die Schraube raus. Dann können wir das hier rausziehen. Normalerweise. Na, geht doch. Dann machen wir das fest und das fest. Lassen wir auch hier liegen. Jetzt gehen wir zur anderen Seite. Lösen die Schraube hier auch. Und
können die dann zur Seite legen. So, einmal hier das Ganze rausziehen. Zweimal packen wir zur Seite. So, jetzt müssen wir einmal die Fußrasten abnehmen. Das ist insofern ganz praktisch, dass ich die eh austausche gegen schwarze. Müsst ihr euch einmal einen kleinen Ringschlüssel zur Hilfe nehmen. Brauchen wir gleich noch für die anderen Fußrasten, die können weg. Gehen wir mal auf die andere Seite. Einmal und zweimal. Dann müssen wir als nächstes dieses Gummi rausnehmen. Vorsicht, bricht, reißt ganz leicht. So, legen wir es mal zur Seite. So, und das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Fangen wir hier oben an. So, jetzt können wir das Batteriefach abnehmen oder die Abdeckung vom Batteriefach. So, jetzt müssen wir, um das Fach rausnehmen zu können, diese Schraube lösen, die alle, die hier ringsherum sind, und dann sollen wir schon rausnehmen können. Schon ist gut. Halbe Ewigkeit.
wie das hier dauert. Also mal eben ist das nicht gewechselt. So, und den anderen. Andere Seite. So, die vierte Schraube. Jetzt die hier noch lösen. So, und dann sollten wir das Ganze nach oben abziehen können. Das braucht noch ein bisschen dick. Es hängt hier hinten auf der Seite. Das sind Leitungen hier. Also da müssen wir auf jeden Fall dran vorbei. Hier müssen wir auf jeden Fall dran vorbei. Das packen wir hier rüber. Haben die gut hier reingelegt? Sehr schön. Kommen wir zur anderen Seite. Ein Träumchen. Wo ist das jetzt wieder her? Ich weiß es nicht. Sehr seltsam. Da oben? Keine Ahnung.
So, muss auch wieder abziehen. So, hieran sieht man auch, ist kein eingefärbter Kunststoff, sondern die gehen tatsächlich dann im Werk oder wo auch immer hin und lackieren das Ganze. Fertig. Sitzt, wackelt und hat Luft. Und? Viel besser.